Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal und in diesem Video wollen wir dir ein Geheimnis verraten, wie du dein Geschäft ja, einfach nachhaltig erfolgreich machst und dafür sorgst, dass du die nächsten Jahre auf dem Markt in eine ja, führende Position kommen wirst in deinem Markt oder in deiner Nische, ganz egal, was du anbietest. Mein Name ist Markus Baulig und neben mir sitzt der Andreas und wir selber sind in so einer solchen Position. Ja. Wir sind Marktführer im Bereich Coaching und Consulting für selbstständige Unternehmer, Coaches, Berater, Trainer, Experten und Dienstleister und haben selbst mittlerweile über 50 Vollzeitmitarbeiter, schalten sehr, sehr viel Werbung. Du wirst es sicherlich schon mal gesehen haben, das ein oder andere Mal. Und unsere Bücher wurden zehntausende Male verkauft. Ist ja jeder Unternehmer schon mal Kontakt mit einem Kunden von uns gehabt. Und es gibt ein Geheimnis, wie wir da hingekommen sind. Und darüber wollen wir jetzt reden. Und das ist so ein Thema, das ist gerade in dem Kernmarkt, in dem wir so unterwegs waren, letzten Jahre auch, also im Bereich Online-Anbieter von Dienstleistungen im Agenturbereich zum Beispiel, auch bei Coaches, bei Training und so weiter, so eine sehr unterschätzte Sache. Und das ist einfach das Thema Kundenergebnisse und langfristige Zusammenarbeit mit Bestandskunden. Und das ist jetzt wirklich kein BWL-Geheimnis, ja, wenn ich sage, hey, arbeite mit Bestandskunden, aber in diesen relativ jungen Märkten, die es in diesem Online-Bereich gibt, gerade bei Dienstleistungen, die online erbracht werden, haben die meistens immer noch nicht verstanden. Und das sieht man jetzt besonders krass derzeit aktuell, wo so ein bisschen Verwerfungen sind im Online-Marketing aufgrund aktueller Änderungen, die es da gibt, zum Beispiel bei Apple-Geräten. Da sieht man, dass viele Leute jetzt Angst haben, weil das Neukundengeschäft zum Beispiel nicht mehr so gut läuft, mal kurzfristig, 3-4 Monate oder alte Erfahrungswerte von heute auf morgen nicht mehr so gelten wie vorher. Und viele geraten sofort in Panik, weil sie A, in der Vergangenheit nicht schnell genug skaliert haben und genügend Kunden gewonnen haben, um damit dann B, ja, einfach jetzt mit Bestandskunden weiter Geld zu verdienen. Und das ist so eine typische Krankheit, die gerade diese Online-Coaching-Szene oder Online-Beratungs- oder Agenturszene hat, ist, dass dieser Fokus so darauf liegt, die ganze Zeit Neukunden zu gewinnen und einfach möglichst viele Leute irgendwie so durchzuschleusen, dass die wenigsten mal den Fokus darauf gelegt haben, Kundenergebnisse zu produzieren, dass die Kunden einfach permanent bei dir bleiben und vor allem auch den Kundenwert immer weiter nach oben treiben, sondern du das doch einfach weiter auch durchbezahlen kannst, selbst wenn man die Werbeanzeigen schlechter laufen. Mhm. Das ist so ein massiv unterschätzter Faktor. Denn es gibt da echt eine Aufwärtsspirale. Ja, die Aufwärtsspirale heißt, ich habe bessere Kundenergebnisse, Leute verdienen im B2B zum Beispiel mehr Geld damit oder bleiben bei mir. Ja, ich kann den Leuten noch was weiteres anbieten. Ich erhöhe meinen Kundenwert. Mit höherem Kundenwert kann ich mehr in Werbung ausgeben als vorher und ich kann wieder mehr Leads gewinnen als alle anderen und das dreht sich immer im Kreis. Ja? Und es hat eine Aufwärtsspirale. Ich glaube, die Basis, um das Ganze überhaupt machen zu können, ist vor allem das eine, und zwar langfristig denken zu können. Ja? Ja. Über den nächsten Winter hinaus denken zu können. Das bedeutet, die meisten Selbstständigen da draußen, und vielleicht auch du, der gerade zuschaut, du überlegst die ganze Zeit so, hey, wo kriege ich jetzt meinen nächsten Kunden her? Wo kriege ich jetzt meinen nächsten Kunden her? Was kann ich dem verkaufen? Änderst deine Positionierung ab? Ja, einmal baust du Webseiten, einmal beratest du beim Branding, einmal willst du einem helfen, wie er mehr verkauft, einmal willst du Werbung schalten für jemand anderen, ja, und änderst immer wieder auch inhaltlich, was du vielleicht machst, mit jedem einzelnen Kunden ab, sodass du überhaupt gar keine klare Positionierung hast, weißt, wofür du stehen willst die nächsten Monate und Jahre und überhaupt nicht in der Lage bist, auch mal einen Kunden aufzunehmen und mit dem eine wirklich langfristige Zeit zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, der erste Step, um das machen zu können, ist überhaupt erstmal langfristig zu denken, sich zu committen auf eine Sache und dann auch auf die Kunden zu committen, dafür zu sorgen, dass egal, ja, was sie bei dir kaufen, buchen oder was auch immer sie von dir konsumieren, sie immer ein Ergebnis daraus sehen, immer wieder Resultate daraus sehen, sodass sie merken, okay, wenn ich mit dem Anbieter Peter zusammenarbeite, ja, und Peter mir irgendwas anbietet, dann ist das immer geil und es wird immer dafür sorgen, dass am Ende was für mich rauskommt. Das Wichtige ist ja auch überhaupt mal positioniert zu sein, um genügend Kunden zu haben, die eine gewisse Homogenität aufweisen, also immer ähnlich gestrickt sind, um überhaupt mal gut zu werden darin, ein gewisses Ergebnis für eine gewisse Zielgruppe zu liefern. Ja. Du kannst ja, wenn du noch nicht hunderte Kunden gehabt hast, noch gar nicht der Beste sein darin. Wie denn? Du hast ja noch gar nicht alle Facetten kennengelernt, die es geben kann. Bei uns ist es so, wir haben halt diese Online-Dienstleister, die so virtuelle, nennen es immer so transformative Dienstleistungen erbringen. Das heißt einfach Dienstleistungen, die ich von A nach B bringe in kurzer Zeit und ein großes Problem lösen bei Unternehmern, bei erfolgreichen Privatmenschen, die auch gewillt sind, Geld auszugeben für ein großes Lebensproblem.
Und da haben wir uns drauf gestürzt und das einfach gemeistert. Ja, Coaches, Berater, Trainer, Experten, Agenturen, hochpreisige Angebote. Da wissen wir einfach ganz genau, wie es geht, weil wir da einfach schon 4.000 Kunden auch gehabt haben. Mhm. Und klar waren wir jetzt nicht vom ersten Kunden an die absolut Besten. Wir waren immer schon gut, aber die Besten, weil ich wirklich sagen kann, es gibt keine andere Person, die dir so schnell Ergebnisse liefern kann, so sicher wie ich, dass ich das wirklich auch vertreten kann, das zu sagen. Das hat man wirklich erst, wenn man einige hundert Kunden auch gehabt hat, die wirklich auch gleich beschaffen sind. Und die erreichst du ja nur, wenn du auf einer Positionierung drauf bleibst. Gleich beschaffen bedeutet, die haben die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme, weil man diese Muster auch erst sehen kann, wenn man wirklich die ganze Zeit immer mit demselben Kunden arbeitet. Das kannst du dir eigentlich so vorstellen, wie wenn du immer dieselbe Sportart machst, dann wirst du immer besser darin. Wenn du die ganze Zeit über Jahre hinweg Tennis spielst, dann lernst du immer mehr die Bewegungen, du lernst immer mehr diese filigranen Details zu beachten und wirst dann automatisch sehr, sehr gut darin, wenn du das wirklich kontinuierlich trainierst. Und so ist es auch, wenn du immer mit denselben Kunden arbeitest. Während wenn du immer wieder wechselst, was du machst, immer wieder andere Kunden annimmst, die vielleicht eine ganz andere thematisch komplett anders sind, wo ganz andere Probleme bestehen, wo keine ähnlichen Probleme sind. Das ist so, als würdest du mal einen Monat Tennis spielen, dann sagst du, einen Monat ich will jetzt Basketballer werden, dann sagst du, einen Monat will ich jetzt Fußballer sein und einen Monat will ich jetzt professioneller E-Sports-Gamer werden. Dann wirst du niemals in einer von diesen Sachen gut, sondern du wirst einfach alles ein bisschen können, statt eine Sache dafür aber richtig und in allen Details, in voller Fülle. Genau, und dann kriegst du halt niemals Kunden, die wirklich erfolgreich sind. Und dann gibt es halt niemals diesen Kundenstamm, der immer wieder bei dir reinvestiert. Und dieses Reinvestieren, das gibt es. Das gibt es im B2B ganz deutlich, weil einfach Kunden verlängern, weil sie immer mehr Geld mit dir verdienen, weil du immer mehr Probleme lösen kannst, die es da gibt. Ja, und es kann ja sein, dass ein Kunde dir heute, ich meine, kann sein, dass du auf Mitarbeitergewinnung zum Beispiel positioniert bist und dir in einer gewissen Branche dann einen großen Kundenstamm aufbaust. Aber weil sie dir vertrauen, kann es sein, dass du im zweiten Schritt jetzt anfängst, noch Digitalisierungsprozesse mit reinzubringen. Ja, dann bist du auf diese Branche positioniert. Deine Speerspitze ist dann Mitarbeitergewinnung. Wenn die Kunden dir vertrauen, digitalisierst du langfristig eure Geschäftsprozesse. So. Und dann würdest du mit diesen Kunden langfristig permanent Geld verdienen. Anderes Thema. Im B2C-Bereich gibt es auch diese permanente Zusammenarbeit mit Bestandskunden. Da ist es dann halt so, da hast du vielleicht nicht Menschen, die jetzt immer mehr bei dir kaufen, zu immer höheren Preisen. Das macht oftmals gar keinen Sinn. Aber es gibt einfach Leute, die, wenn sie einmal in einer gewissen Community drin sind, ein gewisses Trainingsangebot gewohnt sind, gewisse Informationen gewohnt sind. Und ich denke da zum Beispiel jetzt an Klassiker wie zum Beispiel, hey, ich interessiere mich für Finanzen, Kapitalanlagen, für Geld anlegen in Eigenregie. Da gibt es Leute, die buchen einmal ein Training und bleiben jahrelang in der Community zum Beispiel drin. Ja, für 200 Euro im Monat oder 150 Euro im Monat. Da hast du hunderte Kunden, die dabei bleiben. Und dann hast du irgendwann teilweise 250.000, eine halbe Million, eine Million im Jahr mit Rollen, einfach nur an Bestandskunden, die einfach auf Abo-Basis bei dir mit drin bleiben. Und das gibt es im Sport, es gibt es bei Erziehungsthemen, das gibt es, wie gesagt, bei Geld, bei Karriere. Einfach Menschen, die einfach sagen, es ist eine richtig geile Sache und ich habe da einen großen Mehrwert draus und ich kann es sowieso leisten, weil sie kaufkräftig sind. Einfach dabei zu bleiben und für ein Fixum permanent jeden Monat immer das Gleiche auszugeben. Das heißt, selbst dieses Bestandskundengeschäft gibt es bei Endverbraucherangeboten. Ja. Und Endverbraucher, da ist es auch so, wenn die einmal eine gewisse Preiskategorie gekauft haben, beispielsweise jemand hat einmal für 2.000 Euro mal ein Dating-Programm gebucht, dann ist es wahrscheinlich, dass der für 2.000 Euro auch mal ein Erfolgsseminar buchen würde oder mal was im Bereich Sport oder Abnehmen, Fitness, Gesundheit buchen wird. Das heißt, diese Kategorien, dass immer wieder auch die ähnlichen Preispunkte im Endverbrauchermarkt erneut gekauft werden, erlauben es dir vielleicht sinnvolle ergänzende Angebote oder Partnerschaft mit anderen Trainern einzugehen, um eine Zielgruppe, die einmal da ist, auch weiter zu versorgen und den Kundenwert dadurch zu steigern. Und das sieht halt fast niemand. Und deswegen geraten alle in Panik, wenn mal irgendwie mal für 3 Tage die Werbekonten stillstehen wegen irgendwas, wenn es mal irgendeine Änderung gibt, wenn irgendwie die eine Werbeanzeigenstrategie nicht mehr klappt, weil Facebook irgendwas ändert. Oder jetzt aktuell, wenn mal irgendwie das Targeting bei Facebook nicht mehr so gut ist, weil Apple was geupdatet hat und es mal wirklich mal 3-4 Monate schlechter ist. Oder kann sogar sein, dass es noch ein bisschen länger schlechter ist. Aber irgendwann wird es halt wieder funktionieren auf die eine oder andere Art und Weise. Aber du wirst nicht in Panik verfallen, weil du hast Bestandskunden. Genau. Wenn du es verstehst. Und es gibt da draußen, das ist das Lustigste, das ist einer der einfachsten Hebel, die wir haben, um
unsere Kunden zu beraten, ist wirklich zu sagen, okay, du willst Neukunden von uns, ja, du kommst wegen Neukunden zu uns, dann sagen wir, okay, wie sieht es denn aus mit deinen Bestandskunden? Wie viel Geld verdienst du mit denen? Wie hoch ist denn dein Kundenwert? Weil wir müssen den Kundenwert erstmal kennen, damit wir wissen, was wir für Neukunden überhaupt ausgeben können. Und dann stellt sich heraus, dass eigentlich niemand mit seinen Bestandskunden arbeitet. Plötzlich machen die 30-40% mehr Umsatz auf einmal von heute auf morgen, weil die anfangen, mal Bestandskunden anzurufen, zu fragen, wie läuft es eigentlich bei euch, wollt ihr noch was Neues kaufen? Ja. Und das ist ein total unterschätztes Potenzial. Das ist eigentlich so die Kernmessage. Ja? Wenn du einen sauberen Job machst, ist es super easy, immer wieder den Kunden was Neues anzubieten, was absolut sinnvoll ist. Oder in die Verlängerung zu gehen, weil es einfach für die Kunden teurer ist, dich nicht dabei zu haben, als dich weiter dabei zu haben. So. Und das ist aber eine Sache, die ist absolut bewährt. Und ich sage, wie gesagt, es ist jetzt kein krasses Geheimwissen oder so. Es sind einfach nur Basics, sinnvoll angewandt. Und niemand wendet aber die Grundlagen an. Ja. Ja, das ist immer ganz besonderes, ganz interessante Sache, dass man immer sagt so, ja, ihr erzählt jetzt eigentlich nichts Spannendes, aber wir sorgen halt dafür, dass unsere Kunden halt die Basics auch machen und umsetzen und dadurch drastisch ihre Umsätze steigern. Das ist ein Aspekt wieder gewesen. Also Fokus auf den Kundenerfolg, damit es Folgegeschäft gibt, damit der Kundenwert steigt und du in letzter Konsequenz durch einen höheren Kundenwert es dir leisten kannst, mehr Marketing auszugeben, um mehr Neukunden zu gewinnen. Das ist ein Kreislauf, der aufeinander aufbaut. Genau. Und den checkt fast niemand aktuell in dem Markt, in dem wir uns zum größten Teil befinden. Klar, da draußen gibt es etliche traditionelle Firmen, ja. Diesen Franchises, die gewinnen, die machen nur ihr Geld mit Bestandskunden seit Jahrzehnten teilweise. Auch ohne großartige neue Marktanteile zu gewinnen, sind immer noch da. Und das sollte dir zeigen, dass das funktioniert. Aber wenn du das momentan nicht machst und dein ganzer Fokus nur auf Neukunden liegt, ist kein Wunder, dass du keine Neukunden bekommst, weil du dir nicht leisten kannst, mehr auszugeben für Neukunden, weil deine Bestandskunden nicht vernünftig betreut, versorgt und weiter abgeschöpft auch werden. Ja, das ist das richtige Wort an der Stelle einfach, dass du den maximalen Wert auch aus dieser Interaktion langfristig ziehen kannst. Mit dem langfristigen Interesse auch im Kopf. Es bringt auch nichts, jetzt jemandem kurzfristig was Teures anzubieten. Es ist besser, dass der jahrelang für eine faire Summe und so weiter mal bei dir bleibt, und du dir keine Sorgen machen musst um Neukunden, ne? Aber du musst einfach dafür sorgen, dass der Kundenwert erhöht wird und die Leute einfach bei dir bleiben. Das ist extrem wichtig. Ein Vorteil hat es auch noch, es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet über einen langen Zeitraum und dann eine intensive Geschäftsbeziehung hat, weil man einfach auch Freundschaften entwickelt und sich einfach aufeinander verlassen kann. Weil du kannst dich darauf verlassen, dass dein Kunde die Sachen, die du mitgibst, umsetzt und dein Kunde kann sich darauf verlassen, dass wenn er bei dir was kauft und Geld ausgibt, dass es das auch immer für ihn lohnt. Und wenn du jetzt lernen möchtest, wie du das für dein eigenes Geschäft implementieren kannst, ja, wenn du lernen möchtest, wie du Kundenresultate besser ja, fabrizieren kannst, dann geh auf www.andreasmaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch, weil wir zeigen unseren Kunden, wie sie ihr eigenes Wissen so vermitteln können, auch online vermitteln können. Ja, auch wenn du jetzt sagst, hey, ich habe mein Leben lang immer nur Seminare gemacht, ich habe immer nur offline gearbeitet, man kann auch diese Offline-Unternehmen digitalisieren und dafür sorgen, dass das Ganze online funktioniert. Wenn du das noch nicht glaubst, dann mach dir keine Sorgen. Wir wissen ganz genau, wie man das macht. Wir haben schon tausenden Unternehmern und Selbstständigen geholfen, eben genau das zu erreichen. Also geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann kannst du da einfach von uns lernen, wie sowas funktioniert und wie sowas aussehen kann. Genau. Wir schauen uns dann deine Ist-Situation an, gucken, was man da, an welchen Stellschrauben man ein bisschen drehen kann bei dir, damit das Ganze mehr Spaß macht. Und ansonsten, wenn du noch irgendeine Frage hast, schreib mir auf Instagram oder Andreas auf Instagram zu diesem Thema gerne DM und melde dich da einfach. Wir gucken da selber rein. Wir schreiben unseren Followern immer selber. Macht keinen Mitarbeiter von uns und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Ja, hallo, mein Name ist Benno Masemann. Ich bin Abnehmexperte und helfe Unternehmern und Selbstständigen dabei, ihr Wunschgewicht zu erreichen, ohne sich in ihrem stressigen Alltag einschränken zu müssen. Ich bin eigentlich damit gestartet, mein Coaching aufs nächste Level zu bringen, wirklich ein Einkommen zu generieren, von dem ich gut leben kann. Und das war mein Ziel des Coachings. Also die größten Veränderungen, die ich durchs Coaching erfahren habe, waren erstmal den Wert meiner eigenen Dienstleistung zu erkennen, indem ich Leuten wirklich helfe, abzunehmen, sich wohlzufühlen, ein anderes Leben zu führen, Krankheiten loszuwerden. Also da den Wert meiner eigenen Leistung zu erkennen, dann die Leute zu finden, die bereit sind, auch in dieses Coaching und in dieses Ergebnis zu investieren. Und am Ende ist für mich der größte Keypunkt eigentlich,
ja, den Vertrieb zu lernen, nicht nur die Prozesse, sondern auch mein Mindset in Bezug auf ja, Verkaufen zu verändern, um da wirklich weiterzukommen. Für mich ist das Besondere am Baulich Consulting, dass die Leute wirklich nah sind, wirklich weiterhelfen, wenn es auch mal nicht so klappt. Ob es jetzt Andreas ist oder Arben, sie setzen sich wirklich mit einem zusammen, sind für einen da, lassen einen nicht aus dem Programm raus, ohne dass man quasi erfolgreich wird. Und das findet man, glaube ich, wirklich bei wenigen so wieder. Seit ich hier bei Baulich Consulting im Coaching bin, war mein höchster Monatsumsatz 8.000 Euro pro Monat.